Ich grüße total und recht herzlich. Ich bin bei der Arbeit. Und zwar bei der Arbeit, nicht wahr? 1, 2, 3, ganz viele. Ich habe alle fertig, alle 21. Sie werden gerade optimiert. Sie kommen gerade auf diesen Stick. Begrüße, ich sage Hallo. Okay, ich bin gerade am Produzieren. Und zwar habe ich eine neue Serie, die heißt 6282. Möchte da versuchen anzusprechen. Wie gesagt, auch mit TikTok zu arbeiten. Zum ersten Mal sitze ich ja selber jetzt hier vor der Kamera. An sich bin ich ja derjenige, der hinter der Kamera. Und das schon seit über 40 Jahren. So, wie gesagt, Cobra 11, wie gesagt, ist aus. Am 12.07. kommt sie bei TikTok. Nein, bei TV Now. So, Cobra 11, das ist so die Serie, ne? Cobra 11. Und ich habe auch mit Erdogan und Nils und wie die alle so heißen korrespondiert und ist halt so. Im Moment ist aus. So Action-Konzept ist halt auch. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass, wie gesagt, die Sachen fertig sind und dass wir, wie gesagt, Videoclips machen können. Und ja, ich weiß ja Bescheid. Also die Ware ist fertig, kann abgeholt werden. Dieses Video ist exklusiv jetzt hierfür hergestellt. Die Person weiß, dass sie angesprochen ist, weil ja, ich muss warten, bis digitalisiert wird. Also ich habe digitalisiert. Also ich habe die Maschinchen 21 Mal gemacht. So, ich habe 21 Mal gemacht. Ich bin gerade im Redefluss, weil ich gerade reichlich Videos machen musste, um zu animieren, damit ich Fotos bekomme. Ich brauche Fotos für TikTok, damit ich da live schalten kann. Ich habe zwar zwischendurch bei Facebook live geschaltet, aber ich bin nicht so ein Fan von Facebook. Ja? Ich bin mehr ein Fan von Snapchat, TikTok und WhatsApp. So, okay, ich bin Fan, wohlgemerkt. So, und dass ich jetzt solche Videoclips mache, ich ganz einfach, weil ich Spaß dran habe. Mir ist vieles aufgefallen in der Welt des Rechts, ja, und so. Da läuft ja eine Menge schief, besonders mit Corona, besonders mit Finanzamt. Wie gesagt, ich bin froh, einen Juristen, auf der anderen Seite einen Arzt, zu meinem Portfolio. Ihr gehört zu meinem Portfolio, okay? Und ich gehöre halt zu eurem Portfolio, weil ihr macht ja auch Videos. So, wenn ihr Videos macht, braucht ihr halt mich. Und wenn ich euch in der Welt der Jura, in der Welt der Medizin, dann brauche ich euch. Ne? Ja. Jura weniger, Zahnarzt auch weniger, aber im Moment ist es halt so. Also im Moment bin ich an einer Schneise und deswegen mache ich dieses Video, deswegen habe ich auch den Link dazu hier in dieser Korrespondenz mit eingepflegt, weil ich doch angesägt bin. Ich bin angesägt von dieser Stadt, hatte ich ja erwähnt. 0 Euro, ich muss also 0 Euro zahlen. Jetzt nach 4 Jahren kommen die da drauf, ich soll Strafe zahlen, weil ich 0 Euro nicht gezahlt habe. So. Das geht aber fröhlich weiter, weil ich habe natürlich Veto, Widerruf und alles auf den Weg gebracht. Jetzt wären sie noch komischer, weil ich ja diese 300 Euro nicht gewillt bin zu bezahlen, will natürlich der Obergerichtsvollzieher diese 300 plus 300 an Strafe mir abnehmen. Also sind wir schon bei 600 Euro. So, und dann die Steuer, die Steuer ist spitze. Ich weiß, dass ich nicht so viel Steuern zahlen müsste und ich vollkommen in der sogenannten Karenzzeit bin, bis Oktober habe ich Zeit, wollen die jetzt mal auch wieder einen Fender schicken, der mal eben 3190 Euro haben möchte, obwohl ich gar keine 3190 zahlen brauche. Ja, mein Buchhalter und mein Steuerberater gucken mich an wie ein Auto. Da habe ich gesagt, wisst ihr, wenn die mich schon anschauen wie ein Auto, dann wird es Zeit, dass ich euch engagiere. Also Dr. Det Mut zur Lücke habe ich schon engagiert. Der soll meine Zähne machen. Und dieses Video habe ich jetzt mal spaßeshalber für alle Zuschauer, ob nur live bei TikTok oder live bei Snapchat oder live bei Facebook. Ihr wisst natürlich nicht, worum es geht, aber die Person, die das jetzt hier gesehen hat, weiß, worum es geht. Okay? So, ich habe alles fertig hier. Ich habe alles fertig. Bin froh, dass ich es fertig habe. Hat Spaß gemacht.
Und wie gesagt, kann abgeholt werden. Und ja, ich hatte Zeit, weil ich muss ja immer noch warten. Okay, ich muss immer noch warten. Was haben wir denn hier Schönes? Also ihr seht mich jetzt mal hier bei meiner Arbeit. Ihr seid Juristen, ihr seid Zahnärzte. Aber ich habe natürlich hier viel Spaß in der Welt der Medien. Uli Schröder gefällt meine Arbeit. So, ich war nämlich bei Dreharbeiten in Mülheim-Broich. Die Dreharbeiten bei Mülheim-Broich, das hat viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht. Ja, jetzt kann ich auch die Melanie. Das ist die Melanie Rode. Aus der gleichnamigen Serie Die Ostfriesen von der Bank. Und die haben auch einen eigenen Kinofilm gemacht und so weiter und so fort. Können wir auch machen. Einen juristischen Spielfilm oder einen Zahnarztspielfilm? Natürlich nicht. Ihr merkt, ich bin gerade im Redefluss. Das wollte ich gar nicht. Aber egal. Also, wie gesagt, wir können Filme machen. Dafür bin ich ja da. Und wir haben darüber gesprochen. Und zwar, sobald reinkommst, machen wir das, okay? So, reden wir drüber. Dann machen wir irgendwann am Samstag oder Sonntag. Heute ist zum Beispiel ein Samstag. Bin schon seit 9 Uhr hier beschäftigt. Wir haben jetzt 14 Uhr. Ich mache das in Ruhe fertig. Werde dann nach Hause gehen unter Ultra HD Web TV, Sondersender in Nordrhein-Westfalen. Avia Movie Produktion, kann man sich alles anschauen. Einfach googeln. Da sieht man die Videoclips, die aber noch nicht. Weil diesen habe ich jetzt gemacht, exklusiv für dich, damit ich das da in der Textur unterlegen konnte. Also ich habe alle fertig, kann abgeholt werden. Montag bin ich nicht lange da, weil ich ab 14 Uhr zu Dr. Dead muss, okay? Also Montag, den 12.07. Bin ich halt nicht so lange da, weil ich dann zu Dr. Dead muss. Abends muss ich dann woanders hin. Und dann kann ich nur sagen, TV Now, wer TV Now hat, kann dann die letzte Staffel von Cobra 11 sehen. Das ist jetzt natürlich gemacht für diejenigen, welche die jetzt bei YouTube ausnahmsweise dieses Video gesehen haben und gar nicht wissen, wovon redet der oder mit wem redet der. Denn diese Videoclips sind so gestaltet, als wäre ich live. Okay? Das heißt Live-Korrespondenz, Live-Unterhaltung und ihr seht dann sozusagen die Aufzeichnung. In Wirklichkeit habe ich es exklusiv für YouTube produziert, auf den Weg gebracht, mir was ausgedacht, das drumherum ausgedacht und das dann auf den Weg gebracht. Meine Güte, ich bin ein Bringer. Ne? Okay, das ist jetzt für die anderen, die YouTube gesehen haben, die jetzt nicht wissen, was ich sage, ist fertig. Ist fertig, ist Insider. Ja? So. Okay, ich bin weg. Das war ein Spaß, den habe ich mir gegönnt, weil die Maschinen jetzt zu Ende. Nein, immer noch nicht. Nö, immer noch nicht. Man sieht jetzt, wie lange ich brauchen würde, einen Videoclip zu machen, damit der Stick die 21 Hefte, die er digitalisiert hat, also die Maschine hat 21 Hefte digitalisiert und ich habe sie nummeriert von 1 bis 21 und jetzt muss das darüber auf den Stick, der mit 3,0 arbeitet zwar, aber weiß nicht wie viel Mbits er hat für den Datentransfer. So, für die Zuschauer, ihr seid im Datenhighway, ihr wisst das, Datenhighway Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen, Sondersender Nordrhein-Westfalen, UPROM TV, Du bist TV, Astra Digital 98,5. Leider eingestellt, weil so euch, ist egal, erkläre ich später mal, warum wir das eingestellt haben. Bin ich traurig? Nein, bin ich traurig. 6,8 Millionen haben zugeschaut und ich habe leider vergessen, diesen 6,8 Millionen Zuschauern zu sagen, wo ich bin. Das muss ich jetzt wohl machen, weil viele haben mich ja kurz danach wiedergefunden. Ich mache natürlich Videoclips für die LKW-Fahrer, ja, die aber mittlerweile bei TikTok live sind. Und ja, meine Produktion RTL, wie gesagt, Coro 11 und so weiter, das ist alles ein bisschen eingestellt, das Ganze, weil ja, ist halt so. Ne? Ja. Gut, ich mache aber nicht nur für das. Ihr seid hier im Medienhaus, ihr seid wirklich, komm, herzlich willkommen hier Ecke Berliner, Ecke Kölner, hier in Frohnhausen, Essen West. Hier am Essen-Wester Bahnhof, der ist aber da und da ist die Haltestelle Essen-West, seid ihr natürlich total recht herzlich. Das Problem an der Geschichte ist, digital zu sein, dass man auch viele Neider hat, hier die Frohnhauser Telegram-Gruppe, da sind welche drin, die hier natürlich Beschmierungen tätigen,
die Scheiben beschmieren und was weiß ich nicht alles. Da kann man oder da könnte man natürlich einen Juristen gebrauchen, aber diesen Juristen werde ich wohl sicherlich gebrauchen. Da reden wir noch drüber. Genannt Finanzamt. Ich bin das Gesetz. Ja, solche Videoclips muss ich so gestalten, weil diese Videoclips sind online. Online bedeutet, die ganze Welt schaut zu. That's are only not America. No, no, no. That's are only not England. No, no, no. That's are only Germany. Yeah. Okay, wie gesagt, herzlich willkommen. Und ich versuche, die Arbeit so gut zu machen. Nicht nur wie die Geschichte bei Dr. Dead und meiner einer auch. Wie gesagt, ich hatte gestern Dreharbeiten in Broich. Kann ich ja dann zeigen. Ich hatte aber leider meine Kamera zwar alles dabei, ich hatte aber keinen Strom. Also habe ich das dann hier gemacht und ich habe die Leute alle dann halt teilhaben lassen. Ja? Die haben das gesehen und das habe ich dann auch bei Facebook hochgefahren, kann man sehen. Ja, das Problem im Moment ist Corona. Corona bedeutet alles aus. Man rennt auch mit Tüte rum. Brauche ich nicht erklären, okay? Wie gesagt, machen wir, wir produzieren. Wir reden drüber, braucht das Storyboard. Wenn ich das Storyboard habe, können wir im Green Room arbeiten, kein Thema. Oder halt so arbeiten, dass wir ein Background haben, um die Geschichten, die ich vermute, es geht ja um Diplomarbeiten, oder? Kann das sein? Ja, irgendwie so, ne? Dozentenarbeit, kann das sein? Okay. Wie gesagt, für die, die hier reingesprungen sind bei YouTube, hin und wieder mache ich Insider-Videoclips, die an sich für die Person gedacht, die da wirklich tatsächlich das angeschaut. Ihr habt durch Zufall das Video entdeckt, ihr wisst halt nicht im Inhalt, was macht er da, warum macht er das, warum geht er, warum geht er online, warum ist er live? Oder warum macht er solche Videos? Oder warum sitzt er in so einem Raum? Ja, ihr glaubt es kaum. Das ist das Medienhaus hier in Nordrhein-Westfalen. An der A40 für die Lkw-Fahrer. An die Lkw-Fahrer. Bedanke mich total recht sehr, wenn ihr dauernd hupt. Das finde ich toll. Ja, ihr fahrt da am Tunnel vorbei. Ihr wisst ja, er müsste schießen, der Rad, wisst ihr ja. Ne? Okay, heute Morgen auch. So, und wenn ihr dann hupt, finde ich gut. Ist okay. Ihr habt ja verdammt satte Huben. So, der eine LKW-Laden, aber so schnell konnte ich nicht, zur Wickenburg oben, Kamera scharf schalten und dann wäre er vorbeigedüst. Aber meine lieben Freunde, an der Wickenburg kann man nicht mal eben aufnehmen und dann weiter. Versteht ihr, dann müssten wir drehen. Na, ihr wisst ja schon, welcher Beruf ich habe. Ja? Drehen, richtig, Kamera, in der Kamera arbeiten. Ich glaube, ich habe eine Live-Schaltung irgendwie hochgefahren, kann das sein? Solltet ihr die Live-Schaltung hochgefahren gesehen haben, wisst ihr ja Bescheid. Okay, that's our only the news, das war's, okay? Also wie gesagt, Licht ist fertig, der Videolink ist gesetzt und somit kann jeder gucken, der Lust hat zum Gucken. Ich begrüße natürlich auch den Volker. Der Volker ist für die Computer zuständig, der wartet die, der baut die. Ja, der ist direkt nebenan. Ja, ja. So. Ja, das war's auch schon. Okay, macht's gut.